Die Spur 0 Modelleisenbahn von Astrid Kascha und Marcel Darphin füllt einen Raum von etwa 10 x 20 Meter und ist in Feinscale im Maßstab 1:43,5 gebaut. Die Bauzeit betrug etwa 15 Jahre. Gefahren wird im Blocksystem mit Gleichstrom. Die Weichen und Fahrstraßen können mittels Druckknöpfen von verschiedenen Stellen der Anlage aus gesteuert werden. Der größte Teil des Rollmaterials widerspiegelt französische Vorbilder. Jedoch findet man auch einige BLS- und SBB-Lokomotiven und Wagen. Auf einer elektrifizierten Schmalspurbahn begegnet der Besucher französischen, Schweizer sowie auch Straßenbahnmodellen. Das intelligente Konzept der Anlage erlaubt einen sehr vielseitigen Fahrbetrieb. Das operationelle Zentrum bildet der Kopfbahnhof Royville mit seiner immensen Weichenstraße und seinen vielen Abstellmöglichkeiten. Er erlaubt das Abstellen, Auseinandernehmen sowie Zusammenstellen von Zügen. Das danebenliegende Depot Watzak mit seiner dominierenden Bekohlungsanlage sowie seinem 15-ständigen Ringlokschuppen ist die Heimat für die vielen fantastischen Dampflokomotivmodelle. Einen wichtigen Knotenpunkt bildet der Durchgangsbahnhof Chêne-Bougerie-Kascha mit 4 Durchgangsgleisen und Kreuzungsmöglichkeiten in allen Richtungen bildet er das Kernstück für unzählige interessante Fahrmöglichkeiten. Für die Dampfloks und Güterzüge verbindet eine eingleisige Strecke das Depot Watzak mit dem Rest der Anlage. Der imposante Kopfbahnhof Royville wird mittels einer Doppelspurstrecke von Chêne-Bougerie-Kascha aus erreicht. Auch zweigt die Strecke nach dem Vorortsackbahnhof Éric-le-Crian hier ab. Im Weiteren gelangen Züge zur höher gelegenen Paraderundstrecke. Auf der einen Seite von Chêne-Bougerie-Kascha nach Lutz und auf der anderen Seite nach Saint-Joseph-la-Cascade. Die eingleisige Strecke von Saint-Joseph-la-Cascade via Pont-Robert zurück nach Saint-Joseph-la-Cascade erlaubt ein Wenden der Züge. Wir haben Glück, die neu revidierte CC 7000 Nummer 7121 wird für eine Testfahrt auf die Strecke geschickt und wir dürfen mitfahren. Noch ein kurzer Blick über den immensen Vorbahnhof von Royville und es geht los. Vorsichtig tastet sich die Lok durch die Weichenstraße von Royville, während uns auf dem Gegengeleise ein historischer Schweizer Personenzug entgegenkommt. Schon erreichen wir Chêne-Bougerie-Kascha und wechseln zur Hauptstrecke nach Lutz. Mühelos nimmt die kraftvolle E-Lok die Steigung in Angriff und nach kurzer Zeit passieren wir die Verzweigungsstation Lutz. Weiter geht's vorbei an herrlichen Feldern auf der Paraderundstrecke. Natürlich fahren auch französische Elektrolokomotiven mit Stromabnehmer oben. Aus Sicherheitsgründen wurden die Stromabnehmer jedoch zum Durchfahren der oberleitungsfreien Tunnels unten gelassen. In Saint-Joseph-la-Cascade werden wir nach Port-Robert geleitet und gelangen via der Kehrschleife wieder zurück nach Saint-Joseph-la-Cascade. In der Erwartung, mit der neuen CC 7000 auf der fantastischen Anlage seine Runden drehen zu können, vergaß der Lokomotivführer vor lauter Aufregung, eine Tür zu schließen. Nur noch einige kurze Kilometer und unsere Testfahrt ist zu Ende und es geht zurück nach Roiville. Nach Abschluss der Testfahrt übernimmt die 7121 eines der Flaggschiffe der SNCF, den Mistral, der Paris mit Nizza verbindet. Während der Paradezug seine Reisegeschwindigkeit erreicht hat, fährt die Lok der Serie BB 9200, die den Mistral nach Roiville brachte, ins Depot. Schon geht die kurze Reise mit dem Mistral zu Ende. Während für die meisten Reisenden die schöne Fahrt im reinen erster Klasse Mistral vorbei ist, erkundigen sich einige, wo der Anschlusszug nach Eric-le-Criat zu finden sei. Dieser steht am Bahnsteig 5 zur Abfahrt bereit. Es handelt sich dabei um einen der revolutionären Vorortszüge der État, die um 1930 in Betrieb genommen wurden. Diese Züge waren speziell in mancher Hinsicht. Die Wagen waren zweistöckig und der ganze Zug konnte von den zwei Steuerkabinen, die sich an den beiden Enden des Zuges befanden, ferngesteuert werden. Geführt wurden diese Züge meistens von einer Dampflok der Serie 131 oder wie heute von einer 141 TD. Und schon nähert sich der Zug dem Sackbahnhof Eric-le-Criat. Wir nehmen diese Gelegenheit wahr, uns in Eric-le-Criat etwas umzuschauen. Emsiges Treiben herrscht auf dem Bahnhofsvorplatz. Leute kommen und gehen, Busse und Taxis warten auf die vielen Reisenden. Auf dem Weg zum berühmten Park oberhalb der Stadt werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Geleiseanlagen von Eric-le-Criat. Verstärkungspersonenwagen sowie einige Güterwagen sind hier abgestellt. Nun genießen wir die Mittagssonne im idyllischen Park. Nach kurzem Aufenthalt geht's wieder zurück zum Bahnhof, wo wir die Straßenbahn zum Fluss besteigen wollen. Auf dem Weg zur Haltestelle passieren wir die Altstadt von Eric-le-Criat. Beim Velos Motos Kascha leihen wir uns ein Fahrrad und fahren dem Fluss entlang. Vorbei am Wäschehaus, den Schwänen, dem 1PS-Antrieb des Frachtschiffes, der Schleuse und dem Passagierboot. Unerwartet treffen wir auf einen Affen, der aus einem Zirkuswagen ausgebrochen ist und sich von der Polizei und Feuerwehr einfach nicht mehr fangen lassen will. Bevor es mit der nächsten Straßenbahn weitergeht, verfolgen wir noch einen Dampflok bespannten Schmalspurgüterzug. Mit der holprigen Straßenbahn geht unsere Fahrt weiter nach Chez Marcel. Chez Kascha ist eine alte Handels- und Marktstadt. In der idyllischen Altstadt stößt man auf manche Zeugen der Zeit. Kleine Boutiquen und Bistros lassen den Aufenthalt im Fluge vergehen. Chez Kascha ist auch ein wichtiger Eisenbahnkreuzungspunkt. Zwei Hauptstrecken sowie zwei Nebenstrecken treffen hier aufeinander. In der Kirche oberhalb des Städtchens treffen wir auf eine Hochzeitsgesellschaft. Werfen wir nochmal einen kurzen Blick in die Altstadt, bevor wir uns verabschieden müssen. Schon wieder haben wir Glück. Unsere Reise zurück nach Éric-le-Criin findet im luxuriösen MOB Golden Mountain Pullman Express statt. Die Fahrt im historischen Zug durch diese phänomenale Landschaft genießen wir aufs Äußerste. Angekommen auf dem Vorplatz von Éric-le-Crian begeben wir uns auf den Bahnsteig. Dort sehen wir, wie eine Dampflok vor den Nizza Calais Express gestellt wird, welcher gemäß Fahrplan vor unserem Vorortszug ausfahren muss. Schon passiert der Nizza Calais Express Chez Marcel. Kurze Zeit später folgt auch unser Vorortszug. Zurück in Roiwil schauen wir uns etwas im Depot Watzak um. Wir dürfen sogar auf einer ausfahrenden Dampflok ein Stück mitfahren. Lange haben wir jedoch nicht Zeit, denn wir warten auf den Nordexpress, den wir auf seiner Reise begleiten möchten. Der Nordexpress ist ein internationaler Schnellzug und führt Wagen der schweizerischen, dänischen, belgischen und italienischen Bahnen mit sich. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Fahrt dieses Superzuges über die Anlage von Astrid Kascha und Marcel Darphin. Mensch, diese Fahrt hat aber durstig gemacht. Los, gehen wir zur Bar Chez Marcel für einen Pernod. Die berühmte Bar liegt in der Altstadt von Roiville, nicht allzu weit weg vom Bahnhof. Nach dieser wohltuenden Stärkung werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Riesenstadt Roiville, denn wir möchten uns als nächstes den Güterumschlag von Roiville etwas näher anschauen. Hier werden alle Güter, die eine Großstadt wie Roiville braucht, von der Bahn auf die Straße umgeladen. Lastwagen kommen und gehen. Ein hektisches Ein-, Aus- und Umladen wird vom Schreien der Angestellten, Kreischen der Verladekräne und An- sowie Wegfahren der Lastwagen begleitet. Beinahe wäre es uns entgangen. Ein Schrottplatz der Bahn in nächster Nähe des Güterumschlags. Das müssen wir uns anschauen. Viele einst stolze Fahrzeuge rosten hier vor sich hin. Eine Dame mit Gefolge interessiert sich für die alte Dampflok. Doch allzu viel Zeit bleibt uns nicht, denn ein Pantograph, der hinter einer Mauer auftaucht, weckt unsere Neugierde. Es entpuppt sich als ein Krokodil, das mit einem Güterzug bespannt die Gütergleise des Depot Watzach verlassen hat. Wir nehmen die Verfolgung sofort auf, um diesen herrlichen Elektroveteranen auf den Film zu bannen. Auf dem Gegengeleise taucht plötzlich ein Nizza Calais Express auf. In Chez Marcel kreuzt er mit unserem Güterzug. Der Nizza Calais Express wird auf das Einfahrtsgeleise nach Roiville geleitet. Kurze Zeit später erscheint er im Vorbahnhof von Roiville. Schlussendlich kommt er am Bahnsteig 1 von Roiville zum Stehen. Unser krokodilbespannter Güterzug hat in der Zwischenzeit die Kehrschleife befahren und fährt nun in der entgegengesetzten Richtung weiter. Vorbei geht's an dem sagenhaften Sonnenblumenfeld von Astrid Kascha. Jede Blume wurde einzeln aus Messing geätzt, gebogen, bemalt und begrünt. Ein weiteres Schmuckstück aus der Hand von Astrid Kascha ist ein Feld mit Vogelscheuche sowie die ländliche Umgebung mit unzähligen kleinen Details. Ein kleines Juwel ist auch der stillgelegte alte Steinbruch. Von der Brücke oberhalb Chez-Marcel aus beobachten wir einen Dampflok bespannten gemischten Güterzug, der den Güterbahnhof verlässt. Genießen wir den herrlichen Anblick dieser zwei Güterzüge, die sich auf der Doppelspur-Paradestrecke kreuzen. Langsam geht die Reise unseres Krokodils zu Ende und der Zug wird in Chez-Marcel auf das Geleise zum Depot Watzach umgeleitet. Werfen wir noch einen letzten Blick auf den Zug, wie er im Güterbahnhof beim Depot Watzach einfährt. Von Saint-Joseph-la-Cascade aus kommend durchfährt unsere Dampflok Pont-Robert und wechselt auf die Kehrschleife, die sie wieder zurück nach Saint-Joseph-la-Cascade bringen wird. Nach allzu kurzer Zeit geht auch die Reise dieses Zuges zu Ende und er fährt in den Güterbahnhof ein. Auch wir nähern uns dem Ende unseres Besuches auf der Spur 0 Anlage von Astrid Kascha und Marcel Darphin. Gefüllt von den vielen Eindrücken dieser super Anlage verlassen wir Roiville. Es ist fast unfassbar, dass dieses Kunstwerk demnächst abgebrochen werden muss. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich ein geeigneter Platz finden wird, wo dieses Meisterstück wieder aufgebaut werden kann und ein neues permanentes Heim findet. Während unser Zug sich durch die Weichenstraße von Roiville schlängelt, bleibt uns etwas Zeit, die aufgenommenen Fotos zu betrachten.